Also willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag, nämlich vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. Und manche sagen, neben Luther ist Karl Marx der meistzitierte Philosoph Deutschlands. 200 Jahre Karl Marx und das sei noch, ist so, als sei er heute noch unter uns. Ob das alles gilt, was er gesagt hat und wie es gilt, darüber will ich heute reden mit dem neuesten Biografen und dem größten Biografen von Karl Marx, Jürgen Neffe. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wie lange haben Sie denn geforscht, um das Leben von Karl Marx zu erforschen? Das geht natürlich über mehrere Jahre, wo man dann auch andere Dinge tut und dann die letzten 3 Jahre ausschließlich Marx. Ja, das Ding ist ja... Also wie viele Seiten genau? 600 Seiten plus 50 Anhang. Also das passt so ein bisschen in die blaue Reihe. Was haben Sie denn gefunden? Ist Karl Marx denn überhaupt noch zeitgemäß? Ja, das ist ja das, vielleicht das Hauptthema meines Buches, dass wir von ihm noch viel lernen können und dass er eigentlich aktueller ist denn je. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich ist der Kapitalismus, den er als erster so beschreibt, heute erst so, wie er ihn beschreibt. Und das fand ich ja schon faszinierend. Bei mir fing das an mit der Finanzkrise. Vielleicht erinnern Sie sich noch, eine kleine Bank namens Lehman Brothers brach zusammen, von der hatte ich noch nie gehört. Und plötzlich hieß es in den Nachrichten, die Welt steht am Abgrund. Und danach kam plötzlich immer wieder die gleiche Überschrift in den Zeitungen, hatte Marx doch recht. Und da dachte ich, ach guck an, du kannst... Und da wollen Sie die Marx-Biografie schreiben. Da habe ich dann geplant, mich mit Marx zu beschäftigen. Das Erste ist, was ich mache, ich schaue mir alle Biografien an. Gäbe es eine, die mich vollständig befriedigt, vor allen Dingen im Übersetzen und Erklären, was ja meine Spezialität ist, hätte ich es gelassen. Aber das gibt es nicht und ich mag es ja, ein Werk vollständig so zu durchdringen, dass ich es meinen Lesern erklären kann. Sie haben ja auch schon eine Biografie über Darwin und über Einstein geschrieben. Ja, ne? Genau. Da habe ich ja so das Verfahren auch entwickelt. Ah. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn ich in Biografien nur über das Leben lese. Also auch bei Mozart möchte ich wissen, warum ist der eigentlich so revolutionär oder bei einem Maler. Ich möchte also auch schon aus der Fachwissenschaft dann Auskünfte bekommen, warum soll ich mich jetzt mit dem beschäftigen, warum ist der noch aktuell. Bei Marx ist es sehr augenscheinlich. Wir haben Bevor wir da in die Tiefe gehen in Ihrem Buch, eine ganz simple Frage. Haben Sie denn herausgefunden, warum er diese Haarpracht hatte? Hat er die sich zugelegt, um besonders zu wirken? Wenn man sich diese wenigen Fotos von ihm anguckt, der hatte ja die erst im Alter, wobei wir bedenken müssen, er ist mit 64 gestorben. Man schätzt ihn mal viel älter ein. Vorher hatte er kürzeres Haar. Und der Bart war ja für damalige Zeiten auch Ausdruck eines Revolutionärs. Also die haben sich alle einen dicken Bart wachsen lassen, sieht man bei Engels ja auch. Und die Haare waren nicht so gekünstelt. Und ich frage das, weil Sie sagen, Sie kriechen so richtig in die Person hinein. Ob das ein PR-Gag war, dass er schon wusste. Sagen wir mal so, er war sich sehr bewusst, dass er da auch so einen Ikonenstatus kriegt. Interessanterweise hat er in seinem Arbeitszimmer so eine große Zeus-Büste stehen gehabt. Und so vielleicht habe ich gedacht, hat er dem auch ein bisschen nachgeeifert. Nach dem Motto, das sind die Kraft und die Dynamik, die entfalte ich auch. Und das Prophetische, der große Philosoph so aus dem Altertum, das wollte er schon darstellen. Das ist ganz klar. Er schickt ja auch die Fotos rum. Das war ja auch damals üblich. Er lässt sich beim Fotografen fotografieren und schickt das dann an alle möglichen Leute raus. Also Social Media Experte schon damals. Oh, Marx war ein großer Social Media Experte mit seinen Möglichkeiten. Er und Engels haben eine Korrespondenz von etwa 2000 Korrespondenzpartnern in ganz Europa, in der ganzen Welt gehabt. Also das, was man heute Follower nennen würde. Aber das schafft man ja heute mit E-Mail kaum. Und 2000 Follower musste auch erstmal haben. Ja, er hatte wahrscheinlich dann 1 Million gehabt oder so. Da ist aber jeder Brief mit der Hand geschrieben, nicht so, sondern so. Das gab noch keine Schreibmaschine. Er war sich ja, das haben Sie gesagt, bewusst seiner Wirkung schon 1848. Das Kommunistische Manifest ist ja wie eine PR-Schrift, allein schon die Überschrift, nicht Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Darum muss man ja erstmal kommen. Ja. Das ist aber ein Kuriosum. Ja. Das Manifest, das ist ja fast auf den Tag genau mit dem Ausbruch der 48er Revolution. Und man würde sich jetzt denken... War das gewollt? Zufall. Zufall, weil die ja gar nicht wissen konnten, dass es da losbricht. Ja. Es hieß ja auch so schön, Franzosen machen Revolution nur im Sommer, wenn schönes Wetter ist. Hat sich die Deutschen, sagte Lenin später, wenn sie eine Bahnsteigkarte kaufen.
Oder die machen keine, weil das Betreten des Rasens verboten ist, hat Lenin auch gesagt. Nein, das war ein Zufall, dass die Revolution ausbrach und dann ja über Wien nach Berlin sich um ganz Europa ausbreitete. Und man würde sich doch vorstellen, dass dieses Pamphlet, dieses fulminante Pamphlet jetzt auf den Barrikaden von Hand zu Hand gereicht würde und die sich zurufende Arbeiter haben, nichts zu verlieren, sie haben eine Welt zu gewinnen und so. Nichts, das nichts wurde überhaupt ihre nicht. Ihre Ketten zu verlieren. Nichts, als nichts ihre Ketten, passiert. Nichts passiert, das wurde nicht beachtet. In Paris gab es halt kaum Kommunisten und das Ding hat 25 Jahre etwa in der Schublade geschmort. Das kannten natürlich ein paar Leute. Trotz der Überschrift. Trotz der PR-Aufmache. Das brach halt, diese Revolution war ja eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das brach auch ziemlich schnell zusammen. Und Marx hat dann auch ganz schnell den Kommunismus und das Ganze auch selbst versteckt, weil damit wäre er auch verhaftet worden, ist nach Deutschland gegangen und hat dort eine Zeitung gegründet. Und die war eher demokratisch, kritisch demokratisch ausgerichtet und hat die deutsche Revolution, den März und Paulskirche und so begleitet. Jetzt kommen wir mal zum Marx'schen Leben, das Sie ja durchforscht haben, durchdrungen haben, ja, mit Röntgenblick. Wann ist denn bei ihm der Gedanke erwacht, er wird mal die Welt verändern? Hat er das mal gedacht, so wie bei uns ein Kanzler gedacht hat, ich will Kanzler werden, ich rüttel mal einen Zaun? Oder kam das alles zufällig? Nein, also dass er das wollte, ganz früh, das siehst du schon in der Doktorarbeit, wo er die Philosophie einfach auf über den Haufen werfen will, eine neue Philosophie, die gar keiner mehr ist und so. Also der wollte ganz groß ran, politisch später, aber da waren ja sehr, sehr viele Bewegte in der Zeit vor 48. Und dann wurde es sehr ruhig um ihn, dann ist er eingestiegen in die Tiefe der Forschung über Ökonomie. Und wenn man einen Zeitpunkt nennen sollte, dann vielleicht mit der Gründung der Internationale in London 1864, wo er nie Präsident war, aber praktisch der Sprecher und der Spiritus Rector dieser Vereinigung. Und da wurde er auch bekannt. Da war auch dann viel in der Presse. Und das hat er schon geplant, so als Jugendlicher? Haben Sie so sein Leben verfolgt, natürlich von der Bahre von der Wiege bis zur Bahre verfolgt. Wann erwachte denn bei ihm so das politische Bewusstsein? In Paris. Also da war er wie alt? Da war er 25. Eigentlich schon vorher hatte er nämlich für eine Kölner Zeitung schon ein paar Artikel geschrieben und die sind auch schon politisch, wo er sehr modern journalistisch arbeitet und da liest man schon den politischen Marx. Das war sozusagen der Vorlauf, die Vorübung und dann hat er... Ja, und dann hat er in Berlin diese jungen Hegelianer, diese linken Intellektuellen kennengelernt, die hauptsächlich Religionskritik geübt haben und dann gesagt haben, der liebe Gott ist gar nicht, hat nicht die Menschen erschaffen, sondern die Menschen lieben Gott. Und der Feuerbach sagt... Ja, die Religion ist vom Menschen geschaffen, genau, und nicht umgekehrt. Marx nimmt das aber, geht einen Schritt weiter und sagt, die Religion ist nicht nur Ausdruck des Elends der Menschen, sondern auch Protestation und sie ist das Opium des Volkes. Da wird er plötzlich politisch. Da nimmt er also die Religionskritik und überträgt sie in die Politik und sagt, wir müssen die Kritik jetzt vom Himmel auf die Erde holen. Also das ist ganz klar Anfang 1844 ein Moment, wo man sagen kann, jetzt ist er politisiert. Und gleichzeitig passiert etwas, dass er einen Aufsatz als Redakteur von Friedrich Engels bekommt, den er vorher nur mal ganz kurz gesehen hatte und gar nicht mochte. Und dieser Aufsatz... Wieso mochte er den denn nicht? Ja, das war ja auch ein Kapitalist, wenn man so Unternehmerkind. Will. Unternehmerkind. Unternehmerkind aus einer ganz anderen Ecke. Und das war nur kurze Begegnung in Köln, aber jetzt las er diesen Aufsatz, wo Engels schreibt, eine Kritik der Nationalökonomie. Und der Engels schafft es da, seine Anschauung, die er Marx nie hatte, als Kapitalist in Manchester, mit der Theorie zu konfrontieren und daraus Empörung zu machen. Das ist ein fulminanter Text und da sagt Marx später, in dem Moment ist er aufgewacht. Bei Bill Clinton hieß das später, it's the economy stupid. Ja. Also da hat er kapiert, man kann eine Gesellschaft doch nur verstehen, wenn man auch ihr Wirtschaften versteht. Interpretieren Sie das jetzt hinein oder haben das alle anderen vor Ihnen schon immer hinein interpretiert? Da erwachte er, als er das gelesen hat. Also das hat. Oder hat er das selber dann von sich kundgetan? Er hat es 1859 in so einer kurzen biografischen Skizze ganz klar gesagt. Das ist so wie ein kleines Vorwort
zu seinem ersten Versuch vor dem Kapital zur Kritik der politischen Ökonomie, da beschreibt er das auch. Und für mich, ich habe das auch, weil das ja in Wochen oder in Tagen alles passiert, habe ich gesagt, das war ein Heureka-Moment. Er setzt sich ja auch gleich hin und schreibt, bevor den Engels dann wirklich trifft und die Freunde werden, schreibt diese Pariser Manuskripte, in denen diese ganzen Begrifflichkeiten, Entfremdung und so, das Geld als Gott und wo er sich damit auseinandersetzt, das passiert auch in wenigen Monaten, schreibt er eigentlich seine Frühschriften, die aber dann nie publiziert wurden, sondern erst 1932 in Moskau. Wovon hat er eigentlich gelebt zu dieser Zeit? Also zu dieser Zeit hat er ja noch ein Einkommen gehabt, immer wieder als Redakteur und dann auch als Chefredakteur, und dann hat er die väterliche Erbschaft bekommen, aber leider durchgebracht, na gut, für guten Zweck, für die Neue Rheinische Zeitung, seine Zeitung, dieses berühmte Revolutionsblatt von 1848-49. Und dann war erstmal Schluss mit Einkommen. Da hatte auch Engels noch nicht so viel Geld, dass er ihm was hätte geben können. Ziemlich verarmt, nicht? Absolut, ja. Die haben in Löchern gehaust. Ja. Also man kennt das alles von Spitzelberichten. Die Preußen haben ihn dann schon auch bis nach England verfolgt und geschrieben, der Staub lag fingerdick und es war alles dreckig und die Stühle hatten nur drei Beine. Und so. Also es waren ziemlich dramatische Zustände. Man muss sich auch vorstellen, damals die alten Häuser hatten kein Klo und so weiter. Man musste auf die Straße in so Klohäuschen gehen. Dann hat Marx aber als Journalist doch einen Brotjob bekommen und war Europakorrespondent der größten Tageszeitung der Welt, der New York Tribune. Natürlich muss man sich vorstellen, da gab es noch keine Telegrafie in dem Maße, also Unterseekabel. Seine Artikel konnten dann frühestens 14 Tage nach dem Schreiben in New York publiziert werden. Und da hat er Zeit genug gehabt, nachzudenken und gute Kommentare zu schreiben. Heute vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. Und das ist auch ein Grund zu feiern. Diese Woche hat der Bundespräsident selbst im Schloss Bellevue eine Lesung gegeben. Da waren Sie auch dabei. Ich habe das moderiert, ja. Das gab ein Panel und hat mich doch erstaunt. Ich habe eben auch dafür gedankt, weil ich denke, man kann, wie Willy Brandt schon gesagt hat, Marx als großen deutschen Denker durchaus würdigen. Und darüber reden wir heute. Wir machen eine kurze Werbepause und Jürgen Neffer hat ein schönes großes Buch geschrieben, über 600 Seiten. Ja, und über Karl Marx, 200 Jahre Geburtstag, das ist unser Thema heute. Bis gleich.